Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kampfkunst Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Olli und ich möchte mich mal wieder mit euch unterhalten. Wie jede Woche suche ich mir ein Thema aus der Kampfkunst oder Kampfsport und gehe das mit euch durch, diskutiere ein bisschen darüber und ich freue mich natürlich, wenn wir angeregt in den Kommentaren dann ein bisschen sachlich drüber fachsimpeln. Schön, wie gesagt, dass ihr auch wieder mit dabei seid, auch bei dieser neuen Folge. Und wie ihr seht, ich bin jetzt mal ein bisschen weitergezogen in meinem kleinen Kämmerchen und probiere es mal aus dieser Perspektive aus und habe auch schon ein paar neue Möbel bestellt. Also es wird hier noch ein bisschen hübscher, keine Sorge. Ich habe heute ein Thema mitgebracht und zwar der Vorwurf, wer täglich trainiert und Kampfsport betreibt, kann auch nur in der Realität im normalen Leben so handeln. Sprich, wer Kampfsport macht, ist aggressiv und kann nur mit Gewalt antworten auf der Straße. Das habe ich jetzt öfters in Foren leider gelesen, halt auch in den Medien mal wieder, dass Kampfsport ja doch die Jugendlichen oder ja doch hauptsächlich Jugendliche doch schnell aggressiv macht und schnell da zuschlagen lässt. Das finde ich ist eine krasse Aussage, gerade für jemanden, der das seit über 26 Jahren betreibt. Sowas zu hören und sich so mit sowas auseinandersetzen zu müssen. Und leider muss man sich immer wieder mit dieser Tatsache auseinandersetzen und auch gerne mal solche Sachen halt anhören. Ja, wie ist denn das? Und da macht man das, bist man dann schneller aggressiv und haut man dann schneller zu. Du machst das ja schon so lange, wie viele Male hast du dich denn geprügelt? Das sind so Fragen, Aussagen, die ich persönlich sehr schwierig finde, denn das spricht genau alles an, wogegen ich bin. Ich bin jemand, der Selbstverteidigung trainiert und unterrichtet und auch lebt. Und mein Fokus ist eher das Turnier, also das heißt Wettkämpfe, Semikontakt, Leichtkontakt, traditionelle Formklassen, traditionelle Waffenklassen. Das sind meine Schwerpunkte, die ich habe. Mich mit anderen messen zu können, aber halt in einem kontrollierten Rahmen, in einem kontrollierten Umfeld mit einem klaren Regelwerk. Und das, glaube ich, sehen viele nicht oder halt auch wollen viele auch gar nicht sehen, dass es halt so klare, strukturierte Regeln gibt. Wir dürfen niemals außer Acht lassen, es gibt leider immer schwarze Schafe in allen Bereichen des Lebens. Das ist ja ganz normal. Und auf einige Bereiche wird es halt gerne mal mehr projiziert als auf andere. Jetzt Thema bei uns als Kampfsportler. Wir werden relativ schnell abgestempelt. Ich habe mir auch schon anhören dürfen, ja, wie sieht denn das aus? Rechte Szene zum Beispiel oder linke Szene, was man da, warum auch immer, dazu tendiert, da hinzugehören oder Leute ausbildet, was ich ganz, ganz gruselig finde, allein die Vorstellung schon. Oder was habe ich denn noch gehört? Genau, ja, wie sieht es denn aus? Kann man hier auch Straßenkampf für eine Klatsche irgendwie auf dem Schulhof oder so lernen? Wo ich mir denke, so, pff, Leute, da seid ihr absolut falsch bei mir. Dreht euch um, geht nach Hause. Hier werdet ihr nichts. Also hier werdet ihr so schnell wieder rausgeschmissen, das ist maximal lächerlich. Genau. Und da wollen wir jetzt heute mal einsteigen. Was lernen wir denn in der Kampfkunst? Was sind unsere Schwerpunkte? Nicht die Verteidigung an sich erstmal selbst, wenn man anfängt, sondern was lernen wir als erstes, wenn wir ein Dojo, ein Kwon, unseren Trainingsraum betreten oder vor allem die Schule betreten? Was sind die ersten Regeln, die wir gelernt haben? Also die ersten Regeln, die ich gelernt habe, sind Respekt, Geduld und Kontrolle. Das waren die Grundpfeiler, mit der man anfängt. Denn solange man diese drei Sachen nicht beherrscht, wird man in der Kampfkunst, im Kampfsport niemals nach vorne kommen. Man wird niemals erfolgreich, man wird niemals auf die Matte gehen und dort kämpfen. Zumindest für meine Schüler nicht. Und ich kenne ganz, ganz viele andere, die genauso denken und auch so handeln. Solange wir nicht einen Schüler, eine Schülerin haben, die diese Sachen so verinnerlicht hat, Kontrolle, Geduld, Respekt, dann brauchen wir auch mit den Leuten nichts anfangen. Denn dann ist es eine vergebene Mühe. Das sind für mich die wichtigsten Grundpfeiler. Solange keiner Respekt vor dem Lehrer oder vor anderen Schülern oder generell vor anderen Menschen hat und das Leben nicht schätzt eines anderen und die Gesundheit des anderen nicht auch genauso schätzt wie sein eigenes, der ist meiner Meinung nach in diesem Bereich absolut falsch und hat da nichts zu suchen. Das ist eigentlich eher eine Gefahr für den ganzen Betrieb und auch eine ganze Gefahr für die ganze Kampfkunst-Connection-Community, die uns dann wieder in Bredouille bringen, wenn wir uns dann wieder erklären müssen. Und ich habe das zum Beispiel so, das sage ich auch oft, wenn ich jemanden aus meinem Kreise, zum Glück ist es noch nicht vorgekommen, jemanden dabei sehe oder ich nur höre,
dass eine Straftat begangen wurde mit der Kampfkunst, die er bei mir gelernt hat, dann ist ganz klar, bei mir geht es eine Blacklist, da werden die Leute dann eingetragen, das schicke ich dann auch an andere Kampfsportkünstler, andere Schulen weiter, mit dem Vermerk, was passiert ist. Weil ich ganz klar festsetzen will, dass diese Person nie wieder irgendwas lernt. Natürlich kann man sich das alles online geben, ne? Wissen wir alle. Aber ich möchte nicht, dass einer von uns oder generell ein Kampflehrer denjenigen aufnimmt, weiter trainiert, ohne zu wissen, was das für eine Person ist. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir alle zusammenhalten müssen. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Lehrer seid, denke ich mal, kann man da so auch die schwarzen Schafe relativ schnell eliminieren und dann halt auch gut sehen, ah ja, okay, der ist so und so. Ich glaube, das ist ein Modell, da können wir alle von profitieren und unsere Leute und unsere Leidenschaft halt auch mit schützen. Denn ich finde das ganz wichtig. Was können wir denn noch so lernen, wenn wir Kampfkunst, Kampfsport betreiben? Natürlich, oder viele sehen da oder lernen dort sich neu kennen. Vielleicht richten sie ihr Leben auch anders aus. Das heißt, vorher hat man, ja, war vielleicht nicht so der aktivste Mensch, was ja auch nicht schlimm ist. Ist zur Arbeit gegangen, nach Hause, Bett, vielleicht noch eine Runde zocken oder was im Fernsehen gucken und dann ab ins Bett. Dann geht er aber zur ersten Kampfkunststunde, merkt, uff, das ist geil, das ist aber anstrengend, ich bin jetzt völlig fertig, ich muss was an meinem Leben ändern. Und dieser erste Gedanke ist doch super, ich muss etwas ändern. Das ist doch schon mal der beste Schritt und der erste richtige Weg, für einen selber wieder mit sich ins Reine zu kommen, sich gesünder zu fühlen oder vielleicht auch glücklicher zu werden mit sich selbst. Und das überträgt sich dann ja nicht nur aufs Körperliche, sondern auch in den Kopf. Das ist ja auch ein Mindset, was sich neu aufbaut, was man mit nach draußen nimmt, ins Job, Jobleben, ins Privatleben, wenn man zum Beispiel auf Singles oder so, man wird selbstbewusster. Ne? Für eine Partnerschaft auch super die Sache. Man kann auch mal den Frust, was zu Hause und auf der Arbeit ist, man kann mal alles rauslassen. Aber halt dieser erste Schritt, ich gehe jetzt mal zum ersten Training und wenn es mir gefallen hat, mache ich noch ein zweites. Und es ist cool und vielleicht ernähre ich mich dann anders oder ich lasse mal das Bierchen am Abend weg oder ne, die Zigarette nervt mich ja sowieso schon, aber ich habe halt nicht den Anreiz gefunden, aufzuhören. Vielleicht ist es dann auf einmal der erste Moment, dieser Triggerpoint, den ihr gebraucht habt oder die diese Person gebraucht hat. Was ich total super finde. Und dann hat die Kampfkunst doch schon mal was richtig Gutes getan. Sie hat jemandem geholfen, einen Schritt in ein bewussteres Leben zu gehen und mehr auf sich zu achten. Und dieses auf sich achten überträgt sich auch mit der Zeit von sich selbst auf andere im Umkreis. Das heißt, man beeinflusst ja auch sein Umfeld. Man muss die Leute nicht zwingen, aber die Leute merken ja, oh, der, guck mal, der hat eine ganz andere Ausstrahlung. Der sieht ja viel besser aus, die Haut ist besser, der hat abgenommen. Oder sie natürlich, was ist da los? Warum hat der das geschafft und ich nicht? Das gibt's ja gar nicht. Wie hat er das gemacht? Und das beeinflusst dann ja auch das Umfeld. Und das ist auch das, was die Kampfkunst dann getan hat. Aber das ist doch was Positives, meiner Meinung nach, oder? Einen neuen Anstoß. Was machen wir denn noch in Kampfkunst, Kampfsport? Wir arbeiten natürlich an Techniken zur Selbstverteidigung. Wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, brauchen wir natürlich auch Werkzeuge, die uns dann, oder halt anderen, weil wir sollen ja auch anderen helfen, die in einer Notsituation sind, uns und diejenigen zu verteidigen und deren Leben zu schützen, deren Gesundheit zu erhalten. Wichtig dabei ist, niemals unkontrolliert in solche Situationen reingehen. Ne, das heißt ja immer, man muss immer die Situation im Auge behalten, gucken, okay, sind da Waffen im Spiel, wie viele sind das? Suche ich mir Hilfe? Ich suche mir auf jeden Fall Hilfe. Hole ich die Polizei und so weiter und so fort. Dass man der Person hilft, aber sich nicht dann selbst in Gefahr bringt, das ist ganz wichtig. Aber das ist eigentlich etwas, was ein Kampfsportler intuitiv macht, diese Liste abarbeitet im Kopf und dann sauber helfen kann und sauber agieren kann. Und das ist auch etwas, was wir dann halt in der Kampfkunst halt auch vermitteln. Ne? Helf anderen, respektiere andere, schütze die Gesundheit der anderen. Und ich finde, das sind auch wieder wichtige Punkte, die uns auf jeden Fall helfen. Und wir müssen natürlich halt auch darüber sprechen, dass es leider auch Lehrer gibt oder auch Schulen gibt, die das gerne auch mal anders nehmen. Die dann vielleicht die Message auch einfach mal umdrehen. Ja, wir sind die, die als erstes zuschlagen. Gibt es leider auch, sehr, sehr vereinzelt. Denn die meisten Lehrer, die ich jetzt kenne, in meiner ganzen Zeit, die ich kennengelernt habe, waren alles saubere Leute. Die haben alle toll trainiert, die gehen super mit ihren Schülern um. Aber
ich glaube, und da müssen wir leider von ausgehen, es gibt halt auch diese schwarzen Schafe, die es halt einfach ausnutzen und die Kampfkunst für etwas missbrauchen, wofür sie nicht geschaffen ist. Und ich bin dafür auf jeden Fall, dass es das hoffentlich, wie so vieles, irgendwann nicht mehr gibt, dass wir halt uns da aufeinander verlassen können, dass wir da aufeinander aufpassen und unsere Leidenschaft, unser Hobby oder unseren Beruf, den wir damit ausüben, auch sichern können und wieder ins Gute ziehen können und nicht halt uns immer wieder mit irgendwelchen Aussagen konfrontieren müssen, die halt leider nicht stimmen, die uns aber halt schädigen und uns treffen. Und uns eher auf die Vorteile halt, ne, mit fitter werden, Selbstbewusstsein, den Körper neu kennenlernen, bessere Mobilität durch Dehnung und solche Sachen, bessere Körperkontrolle, besseres Mindset, dass wir uns eher auf die Werte konzentrieren und dann den Frust ins Luftkissen ablassen und nicht nach draußen mitnehmen. Denn wie gesagt, was ich halt schon mal gesagt habe, für mich beginnt das Training mit dem ersten Schritt in meine Schule. Ab da ist alles weg, was am Alltag passiert ist. Und wenn ich dann irgendwie Frust abbauen muss, dann habe ich da ein wunderbares Kissen. Ich spreche mit meinem Dummy, hey, heute, ne, muss ich mal ein bisschen Dampf rauslassen. Ist das okay, wenn ich heute mal ein bisschen härter zuschlage? Ist doch alles cool. Dann kann man damit zusammen arbeiten und man redet drüber. Dadurch, dass man ja auch in einem Umkreis ist, der anders ist, der halt nicht nur Kung-Fu geprägt ist oder Kickboxen oder Karate, sondern das ist dann ein ganz anderer Circle. Also man hat ja diesen Freundeskreis und Familie und so weiter, aber da hat man auch diesen Kung-Fu-Bereich. Okay, ciao. Diesen Kung-Fu-Bereich. Und ich glaube, das ist etwas Wunderbares, wo man dann auch einfach sagen kann, hey, da geht's nach vorne, da kann ich mich auch wiederfinden und kann dort einfach auch mal, ja, einfach mal alles loslassen und einfach mal für mich wieder da sein. Und ich glaube, damit können wir auch gut wieder den bösen Vorurteilen etwas entgegensetzen. Und vielleicht durch diese Folge habt ihr dann gemerkt, okay, wir müssen vielleicht das Ganze mal ein bisschen mehr wieder supporten, einfach mal ein bisschen mehr Offenheit zeigen und zeigen, wir sind gar nicht so schlimm. Wir sind einfach nur Leute, die Bock haben, die Kampfkunst, die tausende Jahre alt ist, zu praktizieren, zu lernen, zu leben und zu lieben. Und das einfach dann an die nächste Generation weiterzugeben mit der Leidenschaft, die wir bis jetzt entwickelt haben, ohne dass wir jemanden schädigen wollen. Und die schwarzen Schafe damit immer weiter ins Ausdrängen, bis sie dann irgendwann nicht mehr da sind und einfach zusammenhalten. Deswegen möchte ich gerne gegen diesen Vorwurf arbeiten, mit euch zusammen. Und ich denke, dass wir zusammen das als coole Community hinkriegen. Und mich würde jetzt am Ende wirklich interessieren, wie sind eure Meinung dazu? Seht ihr das genauso wie ich oder sagt ihr, ja, ich habe da doch zu viel mit solchen Leuten erlebt? Würde mich mal unglaublich interessieren. Schreibt mir eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast. Haut es gerne in die Kommentare. Und so ein bisschen Selbsthilfe am Ende. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann gerne einmal 5 Sterne geben oder YouTube-Kanal abonnieren. Das würde mich nach vorne bringen. Ich habe in die Shownotes einen PayPal-Link geschickt, verlinkt. Wenn ihr mir eine kleine Spende oder so rüberschicken wollt, dass ich das Ganze weiter ausbauen kann, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Fühlt euch nicht gezwungen, es ist keiner gezwungen, es ist einfach nur so da gesagt. Ich freue mich über alle Kommentare und jeden Like. Ich danke fürs Zuhören, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, viel Spaß beim Training, haut ordentlich rein und wir hören uns bei einer nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Olli und ciao, ciao. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kampfkunst Podcasts. Ich hoffe, es geht euch gut und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ich bin hier fleißig am Hin- und Herbauen. Das ist jetzt erstmal nur mein Notsetup. Ein paar Elemente sind schon drin, die behalten werden. Aber wie gesagt, ich bastel hier immer wieder rum. Das heißt, jede Folge wird erstmal das Ganze hier ein bisschen anders aussehen. Auch herzlich willkommen an alle Leute bei Spotify und Apple Podcasts und sämtlichen Plattformen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Olli und ich möchte mich heute wieder mit einem Thema beschäftigen aus der Kampfkunst und darüber mit euch reden und auch gerne mit euch in den Kommentaren diskutieren. Natürlich freundlich und sachlich, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen gegenseitig austauschen. Mein heutiges Thema ist, ich schaue einmal schnell auf meine Notizen,
Und zwar Vorwürfe. Sind Kampfkünste gefährlich oder macht Kampfsport aggressiv? Diese Vorwürfe hört man doch leider etwas öfter und wird gerne von den Medien aufgegriffen, gerade wenn wieder irgendwas war und in den Unterlagen oder beim Täter zum Beispiel irgendwas zu Hause gefunden wird, wird leider gerne darüber gesprochen, er hat ja Kampfkunst gemacht. Ihr kennt die Debatte, ne, wenn man Ballerspiele spielt, wird man gleich aggressiv. Ganz klar, und wird gleich zum Amokläufer. Ist leider eine schnelle Meinung, die schnell festgesetzt ist. Und es wird leider nicht über den Tellerrand geschaut, aber für die Medien ist halt wichtig, es verkauft sich gut. Die Stückzahlen verkaufen sich. Und der Vorwurf heißt, wenn man täglich trainiert, wenn man sich täglich mit der Materie auseinandersetzt, wird man automatisch aggressiv, denn man lernt es ja nur. Das ist der Vorwurf. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Aus meiner Sicht natürlich gesehen, werde ich das Ganze wohl verteidigen, also mehr verteidigen, möchte aber auch versuchen, andere Punkte mit einzubinden. So, ich habe mir wie immer ein paar Notizen gemacht, also nicht wundern, wenn ich mal ab und zu aufs Handy gucke. Und zwar, der Vorwurf, dass man halt relativ schnell aggressiv wird, wenn man Kampfsport macht, sehe ich komplett anders. Ich sehe eher, dass uns der Kampfsport oder die Kampfkunst eher viel, viel ein komplett anderes Spektrum bietet, was wir dort erlernen können. Mal als Beispiel. Warum oder was machen wir denn, was in der Kampfkunst, was uns aggressiv machen können sollte? Oh Gott, das ist richtig schrecklich. Stop recording. Recording. Recording now.